Bei uns ist jetzt da Weihnachten, bisschen komisch, bisschen anders, weil es sauer draußen ist, wir haben 37 Grad, passt eigentlich gar nicht so zu Weihnachten, man kommt da nicht richtig in Stimmung. How you going, mate? How you going, mate? In Brisbane City. Sind wir jetzt schon, wie heißt der? King Charles wer? Was denn? Hallo? Und ja, Brisbane City Hall. Da werden jetzt irgendwie so Weihnachtsfilme auf die Leinwand da, also auf das Rathaus produziert. Fuck, sind jetzt los. Projiziert. Aber ich pull den Wacker her. Nein, going, Mike. Cheers, Mike. So, jetzt geht's los. Heftig, Girl. Wir reiten jetzt gerade alle das große Dinner vor. Sind wir uns heute entdeckt. Mega geil. Wir haben jetzt gegessen. Bisschen eingekauft. Mega fette Meeresfrüchte da am Start. Fuck. Awesome. Bon Appetit. Mui, der war nicht fein. Auf alle Fälle geil. Luca Giocatore. Luca Toni, sei per me. So schaut Weihnachten bei uns aus. Bisschen anders, da, Storybridge. Ja, wir haben auf jeden Fall jede Menge Spaß halt nur am Dinge. Wir haben dann nur Furke vielleicht, nach dem Essen. Und ja, meld mich später wieder. Also, sind wir jetzt auf dem Weg zur South Bank. Weil da gibt es halt so ein fettes Feuerwehr. Und ja, ich bin gespannt, wie das wird. Da ist echt so ein bisschen Brisbane. Wow, ne Fahrt. Dann auch zeigen noch Weihnachtsfilme. Und da sagt man, es landet ein Ei. Ja, ich melde mich dann beim Feuerwerk wieder. Bis später! Christmas fireworks spectacular is about to start. This is South Bank's Christmas fireworks spectacular, simulcast on 96.5. Christmas.
Southbank's wonderful Christmas program and tonight's Christmas fireworks spectacular. We wish you and your family a very Merry Christmas and a safe and wondrous New Year. Merry Christmas, everybody! Gedauert insgesamt 12 Minuten und ja, es hat mega viele Leute hier noch. Verdammt, die Scheiß mega da immer. Und ich bin auf alle Fälle gespannt, oder seid gespannt, wie das Feuerwerk in Sydney wird. Weil das, glaube ich, wird nochmal einiges cooler. Aber bis dahin muss ich mir, glaube ich, ein Stativ besorgen, weil mir wäre jetzt fast Schulter aufgefallen. Mega anstrengend. 12 Minuten Schulter so auszustrecken. Muss vielleicht ein bisschen mehr trainieren, dann geht's vielleicht. Aber ja, sehen wir uns zum nächsten Video. Suns out, guns out!